das Match gegen den Vladi, das muss man vielleicht übersetzen, Wladimir Samsonov, Nummer 1, der Belgier, der jetzt auch als nächster dran ist, gegen Hu Jingchao. Das wird mit Sicherheit der Höhepunkt des heutigen Abends, wenn es dazu kommt. Voraussetzung ist natürlich, dass Charleroi hier jetzt nicht mit 3:0 gewinnt. Denn dann würden die Zuschauer in der Halle natürlich auch sie zu Hause gegen dieses Duell umfallen. Aber wenn der SV Niederösterreich nur ein einziges Spiel hier gewinnt, dann sehen wir heute noch dieses Duell der beiden Nummern 1 Werner Schlager gegen Wladimir Samsonov. Jetzt sind einmal zwei andere am Werk. Wladimir Samsonov, der große Mann aus Weißrussland. Großer Mann nicht nur körperlich, sondern auch von seinem Spiel her, von seinen spielerischen Möglichkeiten, war wie Werner Schlager bereits die Nummer 1 der Welt, ist im Augenblick die Nummer 5 in der aktuellen Weltrangliste. Mit einem 1,89 Meter für einen Tischtennisspieler überdurchschnittlich groß. Hat dadurch gewisse Nachteile im kurzen Spiel, in der Beweglichkeit, kann aber im Topspin-Spiel natürlich seine ganze Spannweite unter Anführungszeichen voll ausnutzen. Dreimal war er Europameister, dreimal hat er das Euro-Top-12-Turnier gewonnen. Heuer bei der Europameisterschaft in Belgrad, die vor 3 Wochen zu Ende gegangen ist, hat er den 2. Platz hinter Timo Boll eingenommen. Und das ist Hu Jingchao, der 26-jährige Mann aus Peking, heuer in Diensten des SVS Niederösterreich, ein Senkrechtstarter im chinesischen Team, ist erst am Beginn dieser Saison in die Pro-Tour eingestiegen und ist da gleich ordentlich eingeschlagen mit einem Turniersieg und mit einem Durchstarten in der Weltrangliste von 0 auf 13. Auf Rang 13 befindet er sich also jetzt im Augenblick. Ist ein Defensivspieler, das macht das Spiel natürlich sehr interessant für den Zuschauer. Kann aber auch blitzschnell, so wie sein Teamkollege Chen Weixing, den wir dann danach sehen werden, in die Offensive umschalten. Und je nachdem, wie gut ihm das gelingt, steigen oder sinken eben auch seine Erfolgsaussichten. Auch im Hinspiel hat es dieses Duell gegeben, vorige Woche in Charleroi, da hat Wladimir Samsonov ganz klar gewonnen. 3:0, ganz klar, aber nur wenn man es oberflächlich betrachtet. Die einzelnen Sätze zu 9, zu 8 und zu 9, also da sieht man, dass jeder einzelne Satz sehr wohl auf der Kippe gestanden ist und Hu hat die Klasse auch gegen Samsonov zu gewinnen. Beim Trainingslager der chinesischen Nationalmannschaft vor 4 Wochen, da hat er die gesamte Weltspitze besiegt, den Weltmeister, die Nummer 1 der Welt, Wang Liqing, Ma Lin hat er besiegt und ist auch jetzt als 6. Spieler in den WM-Kader der chinesischen Nationalmannschaft einberufen worden. Also das ist aus Sicht des Tischtennisspielers so ziemlich das Höchste, was man erreichen kann in diesem stärksten Team der Welt in China. Charleroi hat ein bisschen mit seinen Nerven gekämpft. Jetzt lastet wieder sehr viel Druck auf ihn. Er muss dieses Spiel gewinnen. Gewinnt Samsonov, dann ist Charleroi Champions League-Sieger. Zum 5. Mal. Jetzt geht's los. Wladimir Samsonov ist natürlich ein Spieler, der viele Möglichkeiten gegen Verteidiger hat. Erstens ein starker Topspin und zweitens ein sehr variantenreiches Spiel. Ja.
Ja, nicht erfolgreich noch mit seinen Angriffen, Hu Jintao. Aber gerade als Verteidiger braucht man meistens ein bisschen länger, um sich auf den Gegner einzustellen. Und auf die eigenen Schläge einzustellen. Aber dieser Punkt geht jetzt doch an ihn. Hat der Ball die Tischkante offensichtlich doch noch berührt. Aber ist eine Trommel während des Ballwechsels zu hören? Das ist eigentlich nicht fair aus dem Publikum. Fast. Schade. Spektakulär ausgesehen, diese Rückhandverteidigung, aber der Ball kommt nicht mehr auf die Platte zurück. Tolles Topspin-Duell. Tolles Topspin-Duell. Geht hier nicht in die Verteidigung, bleibt sozusagen auf Druck. Und er ist auch kein kleiner. Hu Jintao, 1,84 Meter, gerade mal 5 cm kleiner als Samsonov. Schade. Erfolgreich jetzt über die reine Verteidigung. Das ist ganz schwer für Samsonov, sich darauf einzustellen. Einmal die unterschnittene Rückhand, gespielt mit der kurzen Noppe. Und dann wieder die nicht unterschnittene Vorhand. Das macht es nicht leicht für den Weißrussen. Er kann sich nicht darauf verlassen bei Hu Jintao, Samsonov, dass der gleiche Schnitt wieder zurückkommt, den er mitgibt. Denn mit der kurzen Noppe kann der Chinese variieren. Im Gegensatz zu Chen Weixing, der eine lange Noppe spielt und damit weniger Variationsmöglichkeiten hat. Jetzt aber starke Phase von Hu. 6:7. Service. Wenn Samsonov eine Schwäche hat, dann sind es seine Nerven unter Bedrängnis. Und er weiß, er kann den Champions League-Titel bereits in diesem Spiel sichern. Ist selbst ja schon 5-mal Champions League-Sieger. Damit der erfolgreichste Spieler überhaupt, den es gibt. Einmal hat er den Titel mit Düsseldorf gewonnen und 4-mal mit Charleroi. Wieder tolle Verteidigung von Hu. Spielt er nicht nur mit unter, auch noch mit Seitenschnitt. Schauen Sie auf diesen Topspin. Hat man schön gesehen, wie er den Schläger seitlich gehalten hat. Und dadurch spielt Samson auf den Ball ins Out. Das hat er nicht gesehen.
zwei Satzbälle für Hu Jingqiao. Weltklasse. Gratulation an Hu Jingqiao, wie der diesen ersten Satz noch umgedreht und dann schlussendlich gewonnen hat. Jetzt spielt er das Tischtennis, das er kann. Ganz im Gegensatz zu seiner Partie in Charleroi. Dieses Coaching werden wir nicht verstehen. Alles klar? Weiter geht's. Erster Satz an Hu Jingqiao, 11-8, starker Auftritt. Samsonov ist unter Druck, ist unter Zugzwang. Glück gehabt, da war die Netzkante mit dabei. In dem Fall aber das Glück des Tüchtigen, muss man ganz objektiv sagen. Oh, er versucht da durchzuziehen mit einem seitlichen Topspin, aber bringt den Ball da nicht mehr auf die Platte. 4-2 die Führung für Samsonov. Aber ein sehr spektakuläres Spiel für den Tischtennis-Feinspitz. Ah, schade. Gesehen, dass da ein schnelles Service kommt. Wollte gleich direkt den Gegentopspin ziehen. Aber etwas zu weit. Jetzt führt Samsonov bereits 6-3. Ah, schade. Wieder die Netzkante. Und dann ist die ganze Millimeter Arbeit dahin. Ja.
Ein unglaublicher Ballwechsel. Unglaublicher Ballwechsel zum 4:7 in diesem zweiten Satz. Schade, auch sehr spektakulär von weit hinten. Aber da wird schon schwierig, den Ball präzise zurückzuspielen, wenn man so extrem in der Bedrängnis ist. 6 Satzbälle jetzt für Samsonov. 11:4. Zweiter Satz geht an den Weißhaus. Schwerarbeit auch für Chen Weixing hier beim Coachen als Dolmetscher und mit eigenem Input, wie ich ihn kenne. Muss die nächste Partie spielen und auf die sollte sich dann auch irgendwann einmal geistig vorbereiten. Satz Nummer 3. 1:1 in Sätzen zwischen Hu Jintao und Wladimir Samsonov. Sehr gut, in die Offensive gewechselt, hat die Möglichkeit sofort genutzt. Er war ein bisschen zu kurz, der Topspin von Samsonov. Und sofort ist Hu zu stellen. 2:2. Samsonov versucht, Hu jetzt mehr zu bewegen, variiert jetzt auch in der Länge der Schläge, spielt mehr auf die Seite, einfach um den Chinesen körperlich noch mehr zu fordern, je länger das Spiel dauert. Ja, schade, war wieder die Netzkante dabei, die Hu da in diesem Angriffsvorhaben hindert.
Schade, wieder der Fehler beim Tempowechsel. Versucht ja auch wieder aus dem Unterschnitt herauszukommen. Und mit der Vorhand einen Seitenschnitt zu geben, aber trifft man ins Netz. Samsonov im Augenblick sehr sicher, sehr stark. 7-2. Jetzt wirkt er so, als ob er etwas ungeduldig werden würde. Und er diesen Satz offensichtlich schon aufgegeben, Hu Jingqiao. 2-9 ist er hinten. Servicefehler sieht man selten beim Weißrussen. Hat man nicht schön gesehen, wie viel Topspin da mit im Spiel ist. Da ist der Ball vom Schläger von Samsonov fast senkrecht nach oben weggegangen. Starker Angriff. 5-9. Wieder 5 Satzbälle für Wladimir Samsonov. Schade, mit einem Kantenball endet auch der dritte Satz. Damit hält Charleroi bereits bei 5 gewonnenen Sätzen in diesem Spiel. Das heißt, noch ein Satz Gewinn und der Champions League-Titel ist wieder in Belgien. SVS Niederösterreich kann dieses Duell nur noch über das bessere Punkteverhältnis gewinnen. Voraussetzung dafür, dass die Niederösterreicher jetzt nicht nur alle Spiele, sondern auch noch alle Sätze gewinnen. Starker Angriff. Gute Vorarbeit mit diesem langen Defensivball mit der Rückhand. Sehr viel Seitenschnitt in diesem Service. Das haben sie noch nicht gesehen. 2-2.
Also diese von ganz unten heraufgezogenen Topspins von Hu, die sind für Samsonov wirklich sehr, sehr schwer, denn er sieht gar nicht, wie viel Spin der Chinese diesen Bällen hier mitnimmt. Von wenigen Zentimetern über dem Boden zieht er diese Topspins hinauf. Starke Phase jetzt vom Hook. Immer wieder starke Phasen von Hu, aber für Samsonov spricht die Routine und die Beständigkeit. Pfeifen, das gehört dazu. Aber Tatsache ist, dass im Tischtennis solche Bälle, Glücksbälle, Spiele entscheiden können und den entscheidenden Ausschlag geben können. Jetzt bringt so ein Ball Samsonov 2 Punkte weg von Ho. Und den Champions League-Titel immer näher. Nein! 3 Punkte ist Royal Viet Charleroi vom 5. Titelgewinn entfernt. Vergangenen Jahr haben sie das Finale verloren gegen Gönnern. Dem Verein von Timo Boll. Heuer stehen die Zeichen im Moment auf den 50. Noch 2 Punkte fehlen Wladimir Samsonov. Viel Topspin von Samsonov und damit 4 Matchbälle.
4 Champions League Bälle. Wladimir Samsonov schlägt den SVS Niederösterreich. Er besiegt Hu Jingqiao mit 3:1. Und damit ist Charleroi Champions League-Sieger. Zum 5. Mal. Der 6. Titel für Wladimir Samsonov. Man sieht es hier an der Freude der Belgier. Es ist geschafft für die Belgier. Es ist nach dem 2. Spiel erledigt. Sie haben 6 Sätze hier gewonnen. Die Enttäuschung ist den Niederösterreichern ins Gesicht geschrieben. Und Wladimir Samsonov hat entscheidenden Anteil an diesem neuerlichen Triumph der Belgier. Beim Hinspiel hat er Chen Weixing mit 3:1 besiegt, hat Hu mit 3:0 besiegt und jetzt wieder der 3:1 Erfolg über Hu Jingqiao. Man kann dieser Mannschaft nur gratulieren, die seit Jahren die Tischtennis-Champions League in Europa dominiert beherrscht. Der SVS Niederösterreich muss weiter warten auf einen Sieg, aber wir haben die Chance heute noch zumindest 1, maximal 3 schöne Spiele zu sehen und diesen Tischtennisabend zu